Und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir haben hier ein Buch, in dem angeblich nichts drinsteht. Aber ich gehe trotzdem zu Meister Markus zurück in die untere Stadt. Wir können uns mit der Karte bewegen. Ich habe es gerade kurz vergessen gehabt und wieder dran gedacht. Meister Markus, er ist nicht Sie da. Werden es nicht glauben, aber... Okay. Meister Markus? Hallo? Hat er vielleicht seine Brille liegen lassen? Er ist nicht hier. Zettel? Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Na dann, nimm und guck mal an. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister Maria? Der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus, aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich Offenbar könnte ihn nicht. Hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Er sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Nee. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Nee. Okay. Den ich Mörser? Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Den brauchen wir nicht mehr, okay. Dann vielleicht nochmal im Bücherregal nachgucken. Vielleicht ist da doch mehr Zeug drin, was uns hilft. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Nimm die einfach alle mit. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Okay. Na dann würde ich sagen, gehen wir einfach wieder hoch, schnell zurück in den Magierturm und lesen mal in dem Buch. Na, jetzt da. Unglaublich. Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Wonach soll ich suchen? Sordia? Wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Sauron, Saurdrops, Sodbrenn, Sordia. Eine Insel im stillen Meer, vermutlich benannt nach einem vergessenen dunklen Magier. Mehr steht da nicht. Keine Angaben dazu, wo genau die Insel liegt. Äußerst dürftig. Okay. Dann Alistair, der Erzmagier. Ich fand ihn weniger charmant, als ich erwartet hatte. Vermutlich haben wichtige Anführer keine Zeit, höflich zu sein. Adelheid von Trauerbergen? Alabasterverarbeitung? Alistair, der Schrumpfwütige? Alistair, der Dritte vom Hohen Haar? Ah, hier. Alistair. Mordred Michael Mechthild. Erzmagier. Bla bla bla. Als zweites von vier Kindern geboren, Bruder Markus, bla bla bla, Zaubererakademie mit Auszeichnung, Merlin-Orden erster Klasse, Level 99 Erzmagier, bla bla bla, Arbeiten über Schafmetamorphosen, Besitzer einiger der mächtigsten magischen Artefakte der Welt, bla bla bla, Chef des Geheimdienstes der Allianz, Berater des Königs. Seltsam. Bla bla bla. Warum steht da ständig bla bla? Man hätte schon erwarten können, dass sich die Autoren beim Eintrag eines so wichtigen Mannes mehr Mühe geben. Na gut, dann doch nicht. Ja, okay, alles klar. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum immer nur bla bla bla. Aber wenn das da steht, muss man das auch so vorlesen, ne? Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Oha. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplom-Magier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und, um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Aha, wir haben Ivo gefunden. Warum wird die nicht auch schnell Magier? Ach ja, Meister Markus ist nicht in der Stadt. Wir reden mit der Elfe. Hallo.
Hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Was wollen Sie denn vom Erzmagier? Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier! Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. Okay, ich würde sagen, wir erzählen ja einfach mal alles. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Ja, der Erzmagier weiß erstmal gar nichts davon. Wer sind Sie? Aber gut. Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwalddeich. Hui, ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Cheep Cheep, oh. Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Okay. Abgemacht. Mach mal so. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Wir gucken uns mal Cheep Cheep an. Wenn es nicht unmöglich wäre, würde ich sagen, er schaut mich vorwurfsvoll an. Oh, Cheep Cheep. Ein bunter Vogel. Okay. Wir gehen wieder hoch und finden einen Weg, um sie in die Stadt zu bringen. Sie kann ja schlecht auch Magier werden. Aber ich glaube, wir können ihr das Seil runterlassen, oder? Ich wollte nämlich eigentlich das Seil hier irgendwie dem Ding verbinden, mit dem Ballen. Aber so kann sie hochklettern. Sie ist ja eine Waldelfe und kann ja wohl klettern, oder? Siehste, sage ich doch. Das Versprechen hast du schon mal gehalten. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Nein. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht. Wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Yay! Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Ah, das finden wir raus. Bin ich mir ziemlich sicher. Jawohl, aber wir können jetzt hier oben tatsächlich hin und her wechseln zwischen Ivo und Wilbur. Und ich glaube, Ivo ist groß genug, um an die Dinger auf dem Schrank zu kommen, oder? Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Nehmen wir mit. Kein Problem. Ja, klar, das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus.
Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet, vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Mhm. Aber jetzt kann ich mit ihr quasi die ganzen Sachen alle nochmal angucken. Yay. Wie die beim Gehen. Das ist ein Sumpfkeucher. Eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. What? Okay. Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Krempel? Okay. Wenn man es nicht beschreiben kann, ist es Krempel. Eine große Karte des Landes mit dutzenden Städten, Dörfern und Siedlungen. Früher gab es das alles nicht. Ich habe keinen Schimmer, wo diese Insel Zordia liegt. Vielleicht gibt es im Buch des Gremlins einen Hinweis. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal nach. Oder? Ja, stell dich mal zu Wilbur und dann schau mal zusammen Wilbur im Buch nach. Lass uns nachsehen, was im Buch über die Position von Zordia steht. Also schön, was haben wir hier? Eine Geschichte über einen Zauberer und sein Schaf? Oh, eine Zauberergeschichte? Mit Bildern? Die Geschichte ist nichts für dich, glaub mir. Hier ist der Reisebericht eines Feenforschers. Daran beschreibt er, wie er auf eine Insel gekommen ist. Er hat Tempelruinen gezeichnet. Und der Professor glaubt, dass das Artefakt in diesem Tempel ist, auf der Insel Zordia. Exakt. Der Feenforscher hat seinen Weg genau beschrieben. Gestartet ist er in einer Stadt namens Kunpak. Nie davon gehört. Ich auch nicht, aber wir müssen sie finden. Na dann, ab auf die Karte. Also schön, Kunpak. Ich werde dich schon finden. Richtig. Ja, ich warte. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kunpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kunpak früher hieß. Oh Gott. Exakt. Das können wir doch sicher in der Enzyklopädie hier nachschlagen, oder? So, Wilbur, du darfst mal übernehmen. Ich wünsche, die würden nicht immer so lang hier Position wechseln. Gut. Also schön. Such mal nach Kunpak. Wonach soll ich suchen? Kunpak. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Honabel die Fürchterliche, Kunpak. Kunpak, früher Rotkieselburg, ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im blablabla. Rotkieselburg, das ist es. Alles klar. Dann wieder mit Ivo auf die Karte. Und nach Rotkieselburg suchen. Rotkieselburg, wo bist du? Oh Gott, Südheide hieß es, ne? Also irgendwo unten. Ja, Süden ist unten. Robbingen, Koland, Schnitzlingen, Lala. Okay, Elfenhain. Weißkamm, Seefeld. So, guck mal, hier sind wir. Rotkieselburg. Da ist es. Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Okay. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Jawohl. Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Ja, ungefähr hier. In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Ja, ungefähr hier. Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Mhm. Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen.
Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Mhm. Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Bis zu welcher Mündung? Ach, hier. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Mhm. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die zweite Insel auf dem Weg. Hast du sie? Ja. Das hier muss die Insel Sordia sein. Saubere Arbeit. Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht. Das hey. Da ist also Sordia. Ich konnte einer Wegbeschreibung folgen. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Die Insel haben wir also schon mal. Fehlt nur noch das Transportmittel. Ich bin richtig und gut. Und das schwebt draußen. So ist es. Aber richtig, jawohl, wir haben immerhin schon mal... Wir müssen wissen schon mal, wo wir hin müssen, ne? Jetzt gucken wir uns hier noch das Teleskop an oder die Decke. Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Sterne? Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Natürlich nicht. Die Elfen sind viel besser. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir mit Ivo hier draußen machen können. Vielleicht können wir ja irgendwie hier die Kopfgeldjägerin vermöbeln. Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Okay. Hallo, Ork. Kopfnuss geben? Was willst du, Elfe? Du musst mir den Menschen ausleihen. Ich brauche den Menschen für einige Tage. Leihst du ihn mir? Nein, ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Dann okay. werde ich ihn mir nehmen. Wenn du an mir vorbeikommst. Ja, komm mir. Miau. Klappe, Nate. Wo ist eine Schlammgrube, wenn man sie braucht? Glaubst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen Mazas? Ja, glaube ich. Wer oder was ist ein Mazas? Mazas? Ist das ein 2 Meter großer Schwertmeister, den du im Laderaum versteckt hast? Ich bin Mazas. Also, dann sehe ich nicht, wo das Problem liegt. Wow. Heirate mich, liebste Elfe. Ich will diesen Menschen und noch vor Sonnenuntergang werde ich ihn haben. Mir klingeln die Ohren. Da bin ich mal gespannt, wie du das anstellen willst, Elfe. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Wie wäre es mit einem Wettkampf? Elfe gegen Ork. Ein Klassiker. Sofern es nicht darum geht, wer von uns beiden besser an einem Tümpel die Sterne anheulen kann, dürfte das Ergebnis feststehen. Ja, außer es geht um die Zahnpflege, Allgemeinbildung oder Hüftspeck natürlich. Klappe, Nate! Also, was schlägst ich du vor? Ich mag Nate, Nate ist toll. Balletttanz? Wie wär's mit Balletttanz? Ich wusste es. Nur ein kleines Elfenmädchen kann so etwas vorschlagen. Kleines Mädchen? Ich war schon hier, da wart ihr Orks nicht einmal erfunden. Dann solltest du ja irgendwelche Fähigkeiten haben, die über Herumgetanze hinausgehen. Also, was ist dein Vorschlag? Armdrücken? Du meinst, du wärst stark. Wie wäre es also mit Armdrücken? Du scherzt wohl. Eine Elfe will eine Orkkriegerin im Armdrücken schlagen? Mhm. Nie! Alles Technik. Also lässt du es darauf ankommen? Klar, warum nicht? Komm her! Achso, die gehen jetzt hier in die Kiste. Okay, los geht's. Hey, Mädchen, es geht los, habe ich gesagt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ist das die Stimme von Whoopi Goldberg? Wollen wir uns warm machen? So, ich bin locker. Fangen wir an? Ich glaube, das ist die deutsche Stimme von Whoopi Goldberg. Was ist? Keine Lust mehr? Ja, aber wir haben doch mit Wilbur diesen Trank gebraut, oder nicht? Können wir den nicht ihr geben? Stärkungselixier? An Ivo? Hier, Ivo. Ein Stärkungselixier. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Oh, toll. Wir müssen auch noch Inventar mischen. Ist ja super. Wir müssen auch noch hier. Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Kipp weg. Dann kannst du die Orkin hier problemlos schlagen. Wo ist Cheep Cheep eigentlich? Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Okay, probieren wir es nochmal.
Wie sie mit dem Arsch wackelt, hey, das ist echt unglaublich. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Ist doch nur damit hier Fanservice, oder? Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt. Ich mach dich platt! Ja, ja, das werden ja, wir sehen. Mal, ne? Dieses Mal mache ich ernst. Klar. Ah, okay, jetzt können wir mit Wilbur hier durch. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Ein Netz? Können wir hier eine Falle bauen? Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich das Seil wieder. Ich nehme an, wir werden hier mit dem Dings und den Ballen da eine Falle bauen. Wie ich das nämlich... Hallo, hallo, hallo? Ach so, wir haben... Oh, wir haben nicht ewig lang Zeit. Magie! Da ist Magie im Spiel! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Okay. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Merkt sie dann jetzt nicht, dass wir da ein Netz hingelegt haben? Nö, sie stellt sich einfach drauf. Okay, gut. Dann nehme ich das Seil jetzt an mich. Ah, da oben ist Cheep Cheep. Hops. Und dann wechsle ich zurück zu Ivo. Und dann machen wir noch eine Runde Armdrücken. Hallo, Ork. Ja, hallo, Ork. Elfe, Armdrücken. Also? Du hattest... Sicher. Mhm. Macht ihr mal noch mal eine Runde Armdrücken. Kriegen wir schon alles hin. So. Jetzt sind wir wieder Wilbur. Okay. Seil ans Netz. Ich werfe das Seil erst über den Querbalken. Oder so. Zack. Und dann Seil an Transportballen. Und da kann Ivo den nämlich das nachher runterschubsen. Das sieht mir nach einer guten Falle aus. Mir auch. Total. Die Kopfgeldjägerin müsste erst einmal auf die Planke gehen. Sonst wäre all die Arbeit umsonst gewesen. Heißt das nicht über die Planke gehen? Ja, okay. Jetzt müssen wir nur noch warten. Macht mal schneller, Mädels. Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Wahrscheinlich auf ewig. Und Ivo ist jetzt eine Superelfe. Mit Knackpo. Ivo hält mit Leichtigkeit. Ich habe das Netz auf der Planke mit Hilfe des Seils mit dem Ballen verbunden. Das sieht vielversprechend aus. Ja, aber gerade eben hatte ich auch nicht so lange Zeit hier. Ah, es ist der Punkt. Okay, das ist kein Timer, es ist quasi, wenn ich hier hingehe. Da ist Magie im Spiel. Magie. Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ja, ja. Ich will eine Revanche! Stell dich mal wieder in unsere Falle jetzt. Und Ivo, du darfst dann jetzt mal den Ballen hier schieben. Na, Ivo, bringt euch bitte in Position. Und schieb du mal den Ballen. Ach, das Stärkungselixier hat nachgelassen. Was tust du da? Wilbo, ich könnte hier Gnomenstärke gebrauchen. Gnomenstärke? Ernsthaft? Was zum... Jetzt geht's? Ah, okay. Nicht so gut funktioniert. Ups. So war das nicht geplant. Aber sie ist weg. Das war großartig. Holt uns hier raus. Ja, eben. Mal saß es ausgeschaltet. Egal wie. So, wo haben wir jetzt den Schlüssel? Brauchen wir keinen Schlüssel? Hallo. Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ja, stimmt, Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Es gibt es dort. Es geht um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert.
Dann lassen wir euch eben da oben hängen. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Mit dem Steuerrad? Also, es geht um das... Psst! Etwas. Das Etwas? Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey! Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Okay, Kapitel 3. Ich wusste gar nicht, dass wir hier überhaupt Gewinn machen, per se. Alles klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Och, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Nate, verarscht uns doch jetzt, oder? Du hast dich in Seefels toll geschlagen, aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Hallo? Chip, chip? Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Okay, wir müssen jetzt hier quasi alleine mit Ivo durch. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao, ciao.